Auch die Liebe zum Leben schlechthin, das Geöffnetsein der Seele, gegen seine mannigfaltigen Erscheinungen im vitalen Nachfühlen und Mitfühlen. Auch die Liebe zur Natur im unreflektierten Sinne kann sich ohne ein gewisses Maß der Regsamkeit dieses zentralsten Triebes nicht ausbilden. Jede Entwicklungsstörung in diese Richtung hemmt irgendwie die Hingabe an alle vitalen Werte mit und stumpft zugleich alle Arten des Lebensgefühles ab. Insofern ist die Geschlechtsliebe nicht bloß eine Art der vitalbedingten Liebe, sondern sie ist gleichzeitig Grundart und Fundament aller anderen Arten der vitalen Liebe und gleichsam deren zentralste Funktion. Darum sehen wir auch, wie trotz der größeren Dringlichkeit, zum Beispiel des Nahrungstriebes, die Befriedigung dieses oder auch anderer sehr dringlicher Triebe der Befriedigung des durch Geschlechtsliebe auf ein bestimmtes Individuum gerichteten Geschlechtstriebes hintangesetzt zu werden pflegten und es kaum ein Opfer an sonstigen vitalen Werten gibt, die nicht für die Geschlechtsliebe unter Umständen gebracht würde. Dem Geschlechtstrieb entspricht ein Nahrungstrieb, aber der Geschlechtsliebe entspricht eben keine Nahrungsliebe oder Ernährerliebe. Jene Analogisierung übersieht daher eine Reihe wichtiger Tatsachen. Es ist die Geschlechtsliebe, die im Unterschied vom Geschlechtstrieb, also schon aus sich heraus eine Auswahl vornimmt, die prinzipiell in die Richtung der edlen Lebensqualitäten erfolgt. In dieser Funktion kann die Geschlechtsliebe von keinerlei vernunftgemäßer, etwa auf Wissenschaft und objektive Erfahrung über die beste Art der Fortpflanzung gegründete Einrichtung zur Förderung der Rasse irgendwie ersetzt werden. Gegen eine ganze Reihe von heutigen Arten der sogenannten Rassenethik und Rassenpolitik ist dieser Satz geradezu als ein Axiom hervorzuheben. Vermöge seiner kann es eine direkte und Veredelung der Rasse gerichtete Politik, das heißt eine solche, die für die Fortpflanzung geeignetsten Individuen nach irgendwelchen objektiven Merkmalen zur Paarung zu bringen suchte, ohne dabei die durch die Geschlechtsliebe vollzogene und allein vollziehbare, unmittelbare Wahl als ausschlaggebenden Grund der Paarung heranzuziehen, von Hause aus nicht geben. Auch diese Ideen haben eine völlig irrige mechanische Grundvorstellung vom Leben überhaupt zum Hintergrund. Alle auf Veredelung der Rasse abzielenden Bestrebungen und Einrichtungen haben sich vielmehr jener im Menschen, der an jedem Lebewesen zweigeschlechtlicher Art ursprünglich liegenden, wählenden Kraft der Geschlechtsliebe zu bedienen und mit ihrem unersetzlichen Dasein zu rechnen. Darum besteht die wahre und echte Rassenpolitik allein darin, die falschen Ablenkungen der Regungen ursprünglicher Geschlechtsliebe, sei es durch Nützlichkeitsüberlegungen, sei es durch die Richtung auf die bloße Befriedigung des Geschlechtstriebes, sei es durch die einseitige Einstellung auf den sinnlichen Genuss oder irgendwelche andere analoge Faktoren, nach Möglichkeit durch eine richtige Erziehung aufzuheben. Hier ist es nicht die Erfahrung und die darauf gebaute wissenschaftliche Überlegung, sondern in gewissem Maße umgekehrt die Aufhebung der Verschüttung und Verhüllung der instinktiven Regungen der Geschlechtsliebe durch die Erfahrung und durch bloße intellektuelle Überlegung, was zu einer Förderung der Rasse führen kann. Aus dem Gesagten folgt, dass der freudsche Versuch, die verschiedenen Qualitäten der Liebe aus einer einzigen Qualität, die er Libido nennt, abzuleiten, durchaus als misslungen zu betrachten ist. Und ebenso wenig lässt sich, wie wir zeigten, Liebe auf überhaupt einen bloßen Trieb zurückführen. Freud vermeint nun, insbesondere mit Hilfe eines Begriffes, eine solche Ableitung auch der höheren Qualitäten aus der Libido gleichwohl leisten zu können. Das ist der Begriff der Sublimierung. Ist ein Impuls der Libido zurückgedrängt oder automatisch verdrängt, so vermag, meint Freud, die in ihm befindliche Energie auch anderen Objekten und Aufgaben, zum Beispiel auch geistiger Natur, alle Art von Kulturbetätigung, Berufsarbeit zugeleitet zu werden. Auch alle höheren Arten der Liebe, alle Arten der Seelengüte zum Beispiel, sollen eine solche Sublimierung verdrängter Libido darstellen.
Nun müssen wir uns zunächst über das eine im höchsten Maße wundern, wieso es überhaupt unter der Freud'schen Voraussetzung zu irgendwelcher Eindämmung und Zurückdrängung der Libido kommt. Freud sagt, diese verdrängenden Mächte würden in der Entwicklung des Einzellebens zum Teil selbst aufgebaut, wie zum Beispiel Ekel und Scham. Teils bestünden sie in moralischen Vorstellungsmassen, die dem Individuum von außen zugeführt werden, darunter an erster Stelle in den Regeln der in der Gesellschaft herrschenden Geschlechtsmoral, zum Beispiel Verbot des Inzests, Eheformen, die ökonomisch oder religiös kausiert sind und so weiter. Nun ist es aber schon schwer begreiflich, wie nimmt Libido schließlich den Charakter der seelischen Gesamtenergie überhaupt in Anspruch, aus ihr heraus zu einem Aufbau von Mächten überhaupt kommen soll, die doch gerade, wie Freud meint, zur Verdrängung und Eindämmung der Libido berufen sind. Auch hier erscheint die Libido wirklich fast wie ein mythologisches Wesen. Sie gleicht aufs Haar dem Fichtschen Ich, das sich selbst Schranken setzt. Noch weniger aber kann man verstehen, woher denn diese moralischen Vorstellungsmassen ihrerseits gekommen sind, welche die Libido des Individuums von außen her seitens Gesellschaft und Staat beschränken und zurückdrängen sollen. Sind nicht auch Gesellschaft und Staat in der Seele des Menschen verwurzelt? Wie sollen die moralischen Ideen aber unter Freuds Voraussetzung auch nur möglich sein? Hier gerät Freud in eine offenbare Zirkelerklärung. Alle höheren moralischen Gefühle und Aufgaben und damit doch wohl auch die moralischen Motive selbst sollen ein Ergebnis sublimierter Libido sein. Um diese Sublimierung aber ihrerseits verständlich zu machen, setzt Freud voraus, es gebe eine Moral, Kraft deren Geboten, eine Verdrängung der Libido und damit ihre mögliche Zuleitung an höheren Aufgaben könne geleistet werden. Vor allem aber ist zu fragen, was mit dem Wort der Sublimierung hier überhaupt gemeint ist. Nach Freuds Darstellung hat es den Anschein, als nehme er an, es entspränge die Akte geistiger Betätigung, wie sie in aller Erkenntnis und Kunsttätigkeit, in allem Wirken im Beruf sich betätigen, aus verdrängter Libido. Sollte das wirklich Freuds Meinung sein, so erübrigt sich hier eine Diskussion. Denn eine geistige Alchemie, durch deren Künste aus Libido Denken und Güte und dergleichen gemacht wird, ist uns bisher absolut unbekannt geblieben. Es ist also ganz selbstverständlich, dass nicht nur das ganze Reich dieser Akte überhaupt auf alle Fälle vorauszusetzen ist, sondern auch, dass in jedem Falle, da diese Theorie zur Erklärung eines individuellen Lebensvorganges Verwendung finden soll, die spezifischen Begabungen sowie die spezifischen Interessenrichtungen auf Anwendungsgebiete dieser Begabungen vorausgesetzt werden müssen. Man mag zum Beispiel auf die Freud'sche Art erklären zu wollen, wieso das strategische, staatsmännische Genie Napoleons sich ausschließlich in seinen Feldzügen und in seiner realen Staatskunst auswirkte und der Meinung sei, es wäre diese Auswirkung unterblieben, wenn er mit Josephine Bernard glücklicher gewesen wäre, als er gewesen ist. Aber jene Begabung selbst aus den mit dieser erotischen Beziehung verbundenen Enttäuschungen und Verdrängungen seiner älteren werterschen und rousseauschen Neigungen zur Liebesidylle Verständnis machen zu wollen, das Werden seines kriegerischen und machtpolitischen Ehrgeizes und so weiter, wäre natürlich ein absurdes Unternehmen. Soll also das Wort Sublimierung hier einen vernünftigen Sinn haben, so kann es nur besagen wollen, es sei durch diesen Vorgang einer Zurückdrängung der Libido, den dispositionell vorhandenen geistigen Befähigungen und Interessenrichtungen eine Energie zugeleitet worden, die ihnen sonst bei schrankenloser Hingabe an die Libido versagt geblieben wäre. Dass nun in der Tat aufgrund der Begrenztheit der gesamten psychischen Energie eines Menschen eine fruchtbare geistige, kulturelle, berufliche Betätigung,
dass auch die Betätigung der höheren Formen der Sympathie und der Liebe bis zu einem gewissen Grade davon abhängig sind, dass der Geschlechtstrieb einer bestimmten Ordnung und Herrschaft unterworfen wird, duldet keinen Zweifel. Aber nicht etwa diese altbekannte Wahrheit ist es, die Freud im Auge hat, auch wenn wir den Begriff der Sublimierung in dem letzten vernünftigeren Sinne nehmen. Das Eigentümliche seiner Meinung besteht vielmehr darin, dass er voraussetzt, es käme den mannigfaltigen geistigen Aktarten eine zu ihnen selbst gehörige Energie ursprünglich überhaupt nicht zu, sodass alle und jede Energie, die sie erhalten sollen, überhaupt nur auf Kosten der Energie der Libido ihnen zugeführt werden kann. Das von Freud angenommene Grundverhältnis zwischen Libido und geistiger Betätigung besteht also darin, dass der eine Teil notwendig an Energie verlieren muss, was der andere gewinnt. Wäre diese Annahme wahr, so wäre damit in das Wesen des Menschen ein absolut tragisches Moment verlegt. Unser Wertbewusstsein gibt uns evident die geistigen Güter als höher als alle bloß sinnlichen und vitalen Güter zu erkennen. Andererseits müsste in demselben Maße als auch eine praktische Hingabe an dieses evidente Wertebewusstsein erfolgen, der Mensch als Lebewesen sich selbst und die lebendigen Wurzeln seiner Existenz und zu seiner Fortpflanzung notwendig zerstören. Nur die Wahl wäre ihm gelassen zwischen einem Verzicht auf geistige Betätigung und Hingabe an einen Primitivismus, der ihn, je konsequenter er erfolgt, dem Tiere umso näher rückte, einerseits, und einer Kultur der geistigen Betätigung, aber gleichzeitigen Verzicht auf die Betätigung der zentralsten Lebensenergie und des mit ihr verbundenen Glückes andererseits. Im selben Maße, als die geistige Kultur eines Individuums oder einer Gruppe wüchse, müsste das Individuum und müssten die Völker, die sie tragen, auch zur Erhaltung und schließlich zum Absterben verurteilt sein. Wogegen die schließliche Herrschaft denjenigen Völkern gehören müsste, die es vermeiden, den geistigen Akten Energie zuzuleiten, und damit den die Fortpflanzung tragenden Kräften Energie zu entziehen. Aber eben in dieser Annahme scheint uns Freud prinzipiell zu irren. Es kommt nach unserer Meinung allen Schichten unserer seelischen Existenz, von der sinnlichen Empfindung angefangen bis zu den höchsten geistigen Akten, ein selbstständiges Maß von seelischer Energie zu, das durchaus nicht aus der Triebenergie der Libido entnommen ist. Wohl mag man bei der Begrenztheit der seelischen Gesamtenergie eines Menschen eine übermäßige, der Harmonie und dem Gleichgewichte der seelischen Kräfte nicht entsprechenden Anspruchnahme der Energie einer dieser Schichten dazu führen, dass auch den übrigen Schichten hierdurch Energie entzogen wird, sofern nämlich alle den verschiedenen Schichten zugehörigen Energien an der begrenzten Gesamtenergie des Menschen teilnehmen und aus ihrem Fonds nur so lange herzugeben vermögen, als es gleichzeitig diese Gesamtenergie und ihr inneres Verteilungsgesetz gestattet. Aus dieser Regel heraus sind die vielfachen Erscheinungen der geschichtlichen Vorherrschaft eines Triebes vor anderen, ferner die Tatsachen der Surrogatbildungen zu verstehen. Aber dieses Verhältnis ist ein ganz erheblich verwickelteres, als es Freud voraussetzt. Die Tatsachen der Verminderung der Bevölkerungsvermehrung bei steigender intellektueller Kultur lassen in den Grenzen, in denen sie stattfinden, sich wohl auch unter der Annahme eines Grundverhältnisses verstehen und beruhen außerdem darauf, dass, wo eine solche Proportion im besonderen Maße stattfindet, dass diese Völker beherrschende Kulturideal ein einseitig intellektualistisches ist, nicht aber darauf, dass wahre und echte Kultur, die die Gemütskräfte und damit auch die zur förderlichen Auslese der zur Fortpflanzung gelangenden Individuen fördernde Kräfte gleichmäßig einer Bildung und Veredelung unterwirft, diese Folgen haben müsste.